Dazu kommt die deutsche Sonderrolle, die über 60-Jährigen zu einem hohen Maß ungeimpft, viel mehr als in unseren Nachbarländern. Und wir haben darüber hinaus eine relativ alte Bevölkerung. Daher brauchen wir Schutzmaßnahmen, Schutzmaßnahmen, die in anderen Ländern in diesem Umfang nicht mehr notwendig sind. Ich finde es traurig, wenn wir über so ein wichtiges Thema sprechen. Und wir müssen uns all diese Zeit diese niederträchtigen Unterstellungen und Einwürfe anhören. Das ist einfach schlicht eine Störung. Und ich finde, ich komme damit gut zurecht. Aber es spricht Hohn der Bedeutung der Fragen, die wir hier debattieren. Die Ernsthaftigkeit. Wir können hier unterschiedlicher Meinung sein. Und wir werden auch streiten. Wir werden in der Sache streiten. Aber die Ernsthaftigkeit dieser Debatte wird von Ihnen in Abrede gestellt. Das können wir nicht hinnehmen. Das ist eine unglaubliche Verhöhnung der Opfer. Die Balance wird geändert. Das muss sich verändern. Herr Dr. Lauterbach, ich habe die Zeit angehalten. Ich bitte Sie, einen kleinen Moment innezuhalten. Und ich sage es heute Morgen nur ein einziges Mal. Es gilt die Allgemeinverfügung. Und das heißt, die Masken können zur Rede am Pult beziehungsweise hier oben für die Präsidentinnen abgesetzt werden. Auch für Zwischenrufe gilt die Maskenpflicht. Es gab in den wenigen Minuten, die wir jetzt hier beisammen sind, jetzt mehrfach Verstöße auf der rechten Seite des Hauses gegen die Allgemeinverfügung. Und ich werde entsprechend unseren Regelungen dies hier auch nachdrücklich ahnden. Ich bitte darum, das zu beachten, sollte irgendjemand aus welchen Gründen auch immer hier nicht im Saal verweilen können und die Maske weiter tragen können, dann muss er bitte die Debatte anderweitig verfolgen. Zunächst wünsche ich unserem Kollegen Janosch Dahmen schnelle Genesung. Eigentlich hätte er hier heute reden sollen, doch auch ihn hat das Coronavirus erwischt. Dass er dafür Spott und Häme hier sofort und auch im Netz abbekommt, das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist unerträglich. Ja, geradezu reflexhaft, ja, was Sie hier machen. Und apropos absurd, Sie schaffen die Maskenpflicht als Basisschutz ab, obwohl Masken nachweislich vor Infektionen schützen, diskutieren aber gleichzeitig über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Diese Impfpflicht ist aber wesentlich freiheitseinschränkender als sich die Pflicht, sich für eine halbe Stunde im Bus oder in Bahn oder im Supermarkt eine Maske um Mund und Nase zu binden. Und dann, Entschuldigung, dieses blöde Argument von der FDP, ja, man dürfe ja weiterhin die Maske tragen. Es geht aber nicht nur um Eigenschutz, sondern es geht um Fremdschutz. Und das offenbart so deutlich Ihr krudes Verständnis von Freiheit, nämlich Freiheit von Solidarität und Rücksicht. Vielen Dank, Herr Kollege Wiese, dass Sie die Zwischenfrage zulassen, dass Sie mich ja direkt angesprochen haben. Will ich Sie ganz kurz fragen, finden Sie das parlamentarische Verfahren normal und ein Zeichen guter Zusammenarbeit, wenn noch vor der Verabschiedung des Gesetzes 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder sagen, das Gesetz ist schlecht, das geht so nicht, Sie wissen es nicht, wie es umsetzen soll? Und finden Sie es normal, dass noch vor der ersten Lesung dieses Gesetzes die Anhörung stattfinden muss, weil es zeitlich nicht anders ging, obwohl man seit Monaten wusste, dass hier neue Regelungen auf den Weg gebracht werden müssen? Sehr geehrter Kollege Sorge, haben Sie erstmal vielen Dank für die Zwischenfrage. Achso, Entschuldigung. Nicht so. Und den letzten Halbsatz, der ist jetzt durch das Mikro ein bisschen untergegangen. Und dass Verbände sagen, dass das völlig atypisch sei. Das heißt, sie bekommen den Gesetzentwurf um 0.18 Uhr an einem Sonntag zugesandt und sollen bis 10 Uhr am Montagmorgen dazu Stellung nehmen. Finden Sie das alles normal im parlamentarischen Verfahren? Vielen Dank.
Sehr geehrter Kollege Sorge, haben Sie vielen Dank für die Zwischenfrage, weil mir das die Möglichkeit gibt. Und ich sehe den früheren Gesundheitsminister Jens Spahn ja auch hier heute bei der Debatte sitzen. Ich habe seit Mai 2020 einige Änderungen des Infektionsschutzgesetzes mitverhandeln dürfen, auch in der Großen Koalition. Und ich kann Ihnen sagen, dass dieses Verfahren sicherlich zeitlich sehr anspruchsvoll gewesen ist, dass es sich aber wohltuend abhebt von dem, was wir unter der Leitung von Helge Braun im Kanzleramt in Teilen erlebt haben. Wir haben teilweise sehr hektische Verhandlungen geführt worden. Teilweise sind aus dem Kanzleramt damals Sachen an die Bild-Zeitung durchgestochen worden. Und darum kann ich nur sagen, es hebt sich sehr wohltuend ab, wie die Bundesregierung diese Änderungen des Infektionsschutzgesetzes in der Ampelkoalition angeht. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn Sie stehen bleiben, solange ich Ihre Frage auch beantworte. Ich glaube, das gebietet auch der Respekt untereinander bei Kolleginnen und Kollegen. Und dann kann man so oft, wie man will, hier in diesem Parlament auch den Normalzustand herbeireden. Es wird dadurch nicht besser. Dort herrscht Ausnahmezustand. Kollege. Und so viele haben mit mir jetzt in den Wochen davor gesprochen und darum gebeten, dass wir diese Gesetze verlängern. Genau das tun wir. Ich habe große Sorgen, dass das, was wir heute beschließen, nicht ausreicht. Und dennoch ist es richtig, genau das zu tun, was wir heute tun. Dankeschön. Frau Abgeordnete Weidel, wir führen hier exakt ein Redezeitprotokoll und managen auch mit den Fraktionen bei Redezeitüberziehung, dass Redezeiten entsprechend abgezogen werden, so wie wir das auch seit Mittwochmittag und im Übrigen nicht nur in dieser Woche praktizieren. Das Präsidium braucht dazu jetzt keine Unterstützung aus dem Plenum. Ich sage Ihnen voraus, kein einziges dieser Schreckensszenarien wird eintreffen, Herr Lauterbach. Sie sind ein Lügner von hier vorne gewesen, immer schon, und Sie werden es auch bleiben. Und ich denke dran an Ihre Aussage im Herbst 2021. Mit Krokodilstränen haben Sie prognostiziert, bis März 2022 seien in Deutschland alle geimpft, genesen oder leider gestorben. Das lebende Beispiel, Herr Klabauterbach, steht hier vor Ihnen, weder geimpft noch genesen und auch noch nicht gestorben. Das mag jetzt daran liegen, dass noch nicht Ende März ist. Sie haben sich ja, was den März angeht, nicht festgelegt. Das mag auch vielleicht daran liegen, dass Sie großen Unsinn erzählt haben. Ich vermute mal Letzteres und erwarte von Ihnen, Herr Lauterbach, dass Sie sich bei den vielen Millionen Menschen, die Sie mit dieser Aussage in Angst und Panik versetzt haben, zumindest entschuldigen. Es sind nicht Millionen Menschen gestorben, die nicht geimpft sind. Und da macht es die Sache auch nicht besser, dass der Herr Spahn, den habe ich irgendwo gesehen, ihn dabei sekundiert hat. Der Herr Spahn übrigens, der offenbar mit Gesundheitspolitik nichts mehr am Hut hat, der macht jetzt in Wirtschaft und Energie. Wahrscheinlich gibt es da die besseren Lobbyverträge, Herr Spahn. Also ein Verlust für die Gesundheitspolitik ist das nicht. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich möchte einfach für uns alle, für die demokratischen Parteien, die hier sprechen, möchte ich sagen, wir wollen uns hier nicht als Lügner diffamieren lassen. Wir möchten uns nicht als Lügner diffamieren lassen. Streit in der Sache, jederzeit. Aber hier haben unterschiedliche Meinungen. Aber hier sprechen, was die demokratischen Parteien an, hier sprechen keine Lügner. Herr Brandner, Sie haben das Recht zu erwidern. Herr Lauterbach, ein Lügner ist in meinen Augen jemand, der mindestens einmal die Unwahrheit sagt, obwohl er die Wahrheit kennt. Herr Lauterbach, Sie erzählen uns seit 2 Jahren am laufenden Band die Unwahrheit, obwohl Sie die Wahrheit wahrscheinlich kennen. Also seien Sie froh, dass ich Sie lediglich als Lügner bezeichnet habe und nicht noch andere Wörter gewählt habe. Vielen Dank. So, dann haben wir das im Protokoll entsprechend vermerkt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das, was der Herr Brandner hier eben gemacht hat, ist unanständig, meine Damen und Herren. Das gehört sich nicht in diesem Deutschen Bundestag. Es ist unglaublich, was Sie sich hier leisten. Und in der ersten Rede der AfD wurde behauptet, es sei zu keiner Zeit zu einer Überlastung der Krankenhäuser gekommen. Auch das ist eine Unwahrheit, was Sie hier behaupten. Wir haben noch vor kurzem die Patienten aus einzelnen Krankenhäusern ausgeflogen in andere Krankenhäuser, weil sie überlastet waren. Insofern erzählen Sie auch die Unwahrheit hier. Und benehmen Sie sich einfach anständig und kollegial, und da wären wir schon zufrieden. Mehr erwarten wir von Ihnen gar nicht.
Und deswegen, aus meinem eben ausgeführten, können Sie hören, dass uns eben... Es bleibt dabei eine Frage je Rede. Kollegin Lindholz, ich habe heute zu Beginn unserer Debatte die geltenden Regeln, die wir seit Mittwoch auch durchhalten, erläutert. Wir lassen je Rede eine Frage und Antwort zu. Nach wie vor ist die Zeit nicht limitiert. Das ist, denke ich, jetzt auch beantwortet. Und jetzt bitte ich, hier in der Debatte fortzufahren. Während das Pult hier hergerichtet wird, sei mir letztmalig der Hinweis gestattet, wenn Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung, sprich eine FFP2-Maske anlegen, müssen auch Mund und Nase bedeckt sein. Und da wir ja gerade über die Wirksamkeit dieser Masken hier auch gesprochen haben, dazu gehört eben auch, dass sie nicht nur äußerlich bedeckt sind, sondern dass die Maske auch fachgerecht angelegt wird, das heißt auch die entsprechenden Bügel über die Ohren gezogen werden oder eine entsprechende Vorrichtung dafür sorgt, dass die Maske tatsächlich schließt. Ich dachte, das wäre inzwischen Allgemeinwissen, aber augenscheinlich ist es notwendig, das gelegentlich zu wiederholen. So. Und jetzt fahren wir in der Debatte fort. Das Wort hat die Kollegin Diana Stöcker für die CDU-Fraktion. Im Übrigen hätte ich gern, sollten die Zwischenrufe, die gerade meinen Hinweis kommentiert haben, dokumentiert sein, behalte ich mir vor, auch zu bewerten, inwieweit das eine unzulässige Kritik an der Verhandlungsführung hier im Präsidium war. Wenn ich meine Rede fortsetzen darf, ich möchte an die Bundesregierung sagen, ich habe ja manchmal sogar Mitleid, auch mit Herrn Wissing und Herrn Luksic, und der Staatssekretär Theurer war zum Beispiel neulich bei mir im Wahlkreis am Hochrhein. Wir haben dort die A98 besucht, das war ein guter Termin, er hat sich den Bürgern gestellt, wir haben Einigkeit, aber was ist dann passiert? Was ist dann passiert in den nächsten Tagen? Winnie Herrmann aus Baden-Württemberg schaltet sich zu Wort vom Schreibtisch und erklärt das Ende der Hochrheinautobahn A98. Sagt, alle Planungen vom Bundesverkehrswegeplan in Baden-Württemberg kommen auf den Prüfstand. Wir wollen keine Straßen mehr bauen. Ja, meine Damen und Herren, wir müssen es doch mal beim Namen nennen. Überall, wo man mal einen Schritt weit vorankommen will, sind es die Grünen vor Ort, die es wieder torpedieren. Und wir haben es auch heute in der Rede gehört. Frau Kollegin, Herr Spaniel meldet sich wieder und möchte bei Ihnen eine Zwischenfrage platzieren. Nein. Ja, dazu komme ich jetzt. Sie fordern Technologieoffenheit, aber die Autoindustrie hat sich entschieden. Und wir als eine gute Ampelkoalition unterstützen die Autoindustrie auf ihrem Weg zur E-Mobilität, indem wir die Infrastruktur dafür bereitstellen. Das nennt sich dann gute Industriepolitik. Infrastruktur schaffen, die Innovation fördert. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich muss sagen, 5 Seiten zum Thema Planungsbeschleunigung, unterzeichnet von Alexander Dobrindt, haben mich dann im Ergebnis noch ein bisschen mehr erheitert als Ihre Aktuelle Stunde zum Klimaschutz. Und natürlich fragt man sich bei interessierter Lektüre, warum haben Sie das denn nicht in Ihrer Regierungszeit gemacht? Ich kann es Ihnen sagen, weil die größten Bremsen für die Mobilitäts- und Energiewende in diesem Land in den letzten 16 Jahren nicht Rot-Milan, Einwendung und Verwaltungsprozess hießen, sondern Dobrindt, Altmaier und Scheuer, meine Damen und Herren. Jetzt ist das der Worst Case. Ich habe eine Seite meiner Rede vergessen. Jetzt läuft auch die Redezeit weiter und es geht in aller Ruhe. Vielen Dank für Ihr Verständnis, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Stellen Sie sich vor, es ist der Morgen des 15. Juli 2021. Ja, es ist interessant, dass Sie lachen, wenn wir über dieses Thema reden. Das ist sehr interessant. Wir werden ja gleich noch ein bisschen mehr dazu hören.
Das Krisenmanagement der Anne Spiegel bestand in einem Abendessen mit grünen Parteifreund. Und während Häuser einstürzten, saß Anne Spiegel dann zu Hause vor dem Laptop. Und ihr zuständiger Staatssekretär schaute Nachrichten und trank nach eigener Aussage wahrscheinlich noch ein Bierchen, meine Damen und Herren. Der gesamte Auftritt von Anne Spiegel und ihrer Behörde war an diesen Tagen von Desinteresse, von Unwissenheit und von völliger Inkompetenz geprägt. Bis heute hat sich Anne Spiegel weder entschuldigt noch Fehler eingestanden. Und wenn man noch heute von reibungslosen Abläufen spricht, wenn 134 Menschen ihr Leben verloren haben, dann ist das für mich makaber, unfassbar und herzlos, meine Damen und Herren. Sie sollten sich schämen, Sie sollten nicht den Überbringer der schlechten Nachricht kritisieren. Reden Sie mit Anne Spiegel und sorgen dafür, dass diese Dame zurücktritt. Ich will, weil es hier Zwischenrufe gab, genau, einmal noch darauf hinweisen, dass die Kollegin Spiegel entschuldigt ist, weil sie krank ist. Ich hatte gehört, Sie haben sich darüber aufgeregt, dass sie nicht auf der Regierungsbank sitzt. Das ist der Grund dafür. Und das ist auch nachweisbar. Wir drucken es gerade noch mal aus. Dann können Sie sich gerne auch schriftlich anschauen. Der PGF weiß das schon, natürlich. Ich wollte es nur noch einmal für alle sagen. Dann ist das klar. Und immer wieder aufs Neue schockiert mich auch, mit welchem kühlen parteipolitischen Kalkül Sie, Frau Spiegel, aber auch die ganze Landesregierung in Rheinland-Pfalz im Ahrtal vorgeht. Keine Zusammenarbeit, keine Einladung, keine Information. Ich weiß, wovon ich rede. Das ist mein Wahlkreis. Keine Information, keine Zusammenarbeit, außer Informationen an die Ampelkoalition. Nur knallharte Parteipolitik. Das kann die Landesregierung in Rheinland-Pfalz. Und ich habe das schon bereits in der Sitzung am 25. August hier im Hohen Haus der Ministerpräsidentin Dreyer gesagt. Ich habe Sie für Ihre Unverfrorenheit kritisiert. Und ich kritisiere heute Sie, Frau Spiegel, hier an der gleichen Stelle. Und ich werde auch nicht aufhören, diejenigen Politiker zu kritisieren, denen es in erster Linie immer nur um die eigene Performance geht, um das eigene Vorankommen, anstatt an die Not der Menschen in solch einer Katastrophe zu denken. Ich muss kurz durchatmen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen der demokratischen Fraktion. Also es ist schon schwer erträglich, dass die AfD die Aktuelle Stunde hier nutzt, um die Flutkatastrophe und ihre Opfer zu instrumentalisieren. Aber dass die Union in diesen Reigen hier einstimmt, ist wirklich beschämend, meine Damen und Herren. Wir haben hier einen Redner von der AfD gehört, der wegen Beihilfe zur Körperverletzung rechtskräftig verurteilt wird. Und wir haben eine Abgeordnete gehört, die aus dem Wahlkreis kommt und nicht mal zur Sache gesprochen hat. Und das ist schon entlarvend. Ich bin gespannt auf Ihre Rede, Frau Klöckner. Sie werden wahrscheinlich genauso Krawall und Klamauk machen wie die Kollegen von der AfD. Frau von Storch, Sie rufe ich jetzt zur Ordnung wegen wiederholten Ignorierens der Allgemeinverfügung in der Präsidentin in Bezug auf das Tragen der Maske zum Schutz aller Kolleginnen und Kollegen hier im Hause. Weitere Maßnahmen muss ich mir vorbehalten. Das machen wir jetzt seit 3 Tagen und das haben wir eine Weile freundlich gemacht mit der Bitte. Und jetzt ist klar, dass Sie das offensichtlich nicht beachten wollen. Dagegen haben Sie sich aber entschieden, meine Damen und Herren der AfD, und Sie haben auch damit mit dem Antrag heute kein einziges Problem gelöst. Und dass Sie so reagieren, wie Sie jetzt reagieren, Herr Münzenmaier, Sie hören gar nicht auf, reinzubrüllen, und ich weiß auch warum. Weil es Ihnen nämlich nicht um die Menschen in diesem Land geht. Ihnen geht es darum, hier ein politisches Schauspiel für Ihre YouTube-Kanäle zu produzieren. Und das unterscheidet uns fundamental von Ihnen. Wir machen Politik für die Menschen. Wir sehen, dass es Probleme gab. Wir sehen, dass es Katastrophen gab. Und wir verwenden unsere Arbeitszeit dafür, dass wir die Probleme in Zukunft besser lösen können. Wo haben Beteiligte, und das muss man auch sagen, wo haben Verantwortliche Fehler gemacht? Ich kann mir das nicht mehr weiter.
Und das zeigt, wie ernst die CDU, CSU und die AfD die tatsächlichen Probleme nehmen. Und es entbehrt tatsächlich dann nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet hier in dieser Debatte Julia Klöckner sich darüber Gedanken gemacht, welchen Stellenwert PR an der politischen Arbeit haben könnte. Also, das finde ich ist eine besondere Ironie, weil ich finde, das ist doch. Nein! Nein, weil Sie tatsächlich hier sich dieser Frage nicht stellen. Sie ziehen einzelne Punkte heraus aus der Arbeit des Untersuchungsausschusses des Rheinland-Pfälzischen Landtages. Dort gehört genau diese genaue Auseinandersetzung, die es dringend braucht, hin. Und was Sie hier machen, ist wirklich ein absolut billiges Schauspiel. Sie wollen nicht die Streichung des 219a, Sie wollen nicht mehr Frauenhausplätze, Sie wollen nicht mehr Frauen in Führungspositionen, Sie wollen nicht bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Sie wollen zurück in die 50er Jahre. Und ich kann Ihnen sagen, und weil Sie jetzt gerade so schön rumschreien, es ist ja nicht Ihr Antrag, aber wenn ich die Frau Glöckner und die Frau Heil hier höre, mit diesem hohen moralischen Anspruch, ist eigentlich der Herr Laschet noch in Ihrer Partei, der so unangemessen rumgelacht hat letztes Jahr in Nordrhein-Westfalen. Was veranstalten Sie denn hier? Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage zulassen? Nee, Feierabend.